ich würde sagen, Mozart ist Musik, die, wenn sie gut gespielt wird, sie trifft genau dort, wo sie treffen sollte. Nämlich gleichzeitig den Geist des Menschen sowie den Herzen. Und das ist das Sonderbare an Mozarts Musik, dass seine Musik für mich ist eine Mikrokosmos von der menschlichen Seite des Lebens. Also da ist, das widerspiegelt sich natürlich alles in seinen Opern, aber ich finde, wenn man seine instrumentale Musik spielt, das kann man alles auch finden. Und da gehört auch viel Leichtigkeit dazu und auch die Schwere nicht im Sinne einer Romantik, sondern dass es auch tiefere Momente gibt, die kann man immer wieder finden, auch zum Beispiel in der Divertimento, den wir spielen. Divertimento heißt Spaß, ja, aber dieser Divertimento in B-Dur, den wir spielen, es hat auch Momente des Einkehrs, die man finden kann und die man auch sicherlich suggerieren kann. Für mich gibt es da keine Schwachstellen, nein. Das ist wirklich Mozart und das merkt man auch, also mit der Qualität, da ist er schon wirklich sehr, sehr weit, trotz dass er 18 war. Es ist ein Stück, das ist wirklich schon wunderbar komponiert und mit sehr viel Vielfalt, sehr viel Details. Also da ja, merkt man ja gar nicht, dass er noch früh am Anfang seiner Karriere war quasi. Für mich diese Fragen sind immer eine Frage des Perspektives, wie man das anschauen möchte. Natürlich passt das rein in der Klassik vom Stilistischen her. Es gibt viele Sachen, die man dann einfach so einordnen kann. Für mich ist es aber auch interessant zu finden, was über dem hinaus ragt. Und bei Mozart ist es sowieso eh, dass er, wenn er schreit, wie zum Beispiel bei der 34 in der erste Satz, er bringt Einwendungen ein, die dann über das
klassische Schema von einem Sonatensatz hinaus geht. Und man findet, wenn man das spielt und wenn man als Zuhörer zuhört, dann findet man sich plötzlich in einer Wendung, wo man nicht versteht, woher es kommt. Und das ist genial. Das ist nicht vorhersehbar und das ist nicht stilgebunden. Man hat wirklich viele Möglichkeiten. Meinte er das, meinte er das. Es ist oft so, und das ist das Lebendige und das Interessante für dem Publikum, glaube ich. Man ist immer so ein bisschen, was kommt jetzt und wie machen die das? Weil man kann das natürlich, man hat ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist, war Mozart wahrscheinlich auch diese Begabung. Es ist ja nicht so etwas, was dann so auf dem Papier kommt und das war's. Man hat einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch die Witze, die er da reinbringt und die kleinen Aha-Momente, die kann man so oder so oder so machen. Ne? Und diese Lebendigkeit ist das, was ihn auszeichnet, finde ich, als Komponist. Und das, was wir sehr genießen als Musiker, manchmal machen wir auch dann plötzlich was anders im Konzert. Und das ist ja dann auch für uns dann ganz schön, ne? Diese Möglichkeit zu haben. Es muss ja nicht alles festgetackert sein. Thank you.
Mozart war sehr experimentierfreudig und man merkt es in all seinen Werken eigentlich, dass er so verspielt und so professionell eben dieses verspielte Professionelle oder professionell Verspielte in seiner Musik, das ist doch wie ein roter Faden quasi, zieht sich durch. Und deswegen auch wundert es auch nicht, dass er für dieses damals neue Instrument geschrieben hat. Ja, das ist die große Frage, was macht ein Hit aus und wieso ist es ja erfolgreich? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich ja ein sehr reicher Mann. Ja, also es ist einfach diese Gabe, dass man etwas schreiben kann, der sofort für den Menschen erkennbar ist, als was Vertrautes und nah Sympathisches, dass man dann irgendwie ja, sich vertraut fühlt sofort.
Diesen zweiten Satz ist auch, also das Thema kommt auch wieder im Figaro in der Oper und das ist wirklich so eine Aria, wo man über Liebe spricht. Also ich glaube schon, dass man in diesem anderen Thema Adagio, zweiten Satz, wirklich sehr viel Leidenschaft und Liebe dabei zeigen kann. Diese langen Linien und einfach wie er mit der Harmonie umgeht, lasst uns wirklich sehr viel Freiheit und um sehr viel zum Empfinden und um die Leute vielleicht mehr berühren. Und man kann das Liebe nennen. Also ja, das ist wirklich ganz, ganz besonders bei ihm. Diese ist etwas heiterer tatsächlich, passt ja vielleicht besser zu dem Begriff Serenade. Es ist ja Es-Dur, es ist ja eine, das ist ja ein Tonart, wo alle eigentlich eher so die Sonne aufgeht als der Mond. Aber Mozart kann ja auch aus, egal welcher Tonart, kann er auch verschiedene Atmosphären herstellen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr tiefgehende Musik. Es ist ja nichts Oberflächliches. Es ist schon etwas, wo man merkt, dass das sind sehr viele Emotionen und sehr viel Ausdruck. Und ich würde das, es ist zwar eine Serenade, aber das ist schon das Gipfel, würde ich sagen, von diesem Begriff Serenade. Man hat immer das Gefühl, man hat das schon mal gehört vielleicht. Und das ist einfach das Geniale an Mozart, der eigentlich wie ein Popstar in seiner Zeit gewesen sein muss, mit Melodien in seinen Opern, die die Leute nach zwei Tagen auf der Straße gepfiffen haben, weil sie so eingängig waren, aber eben nicht einfältig, sondern eben auf geniale Weise dieses Zugängliche und das künstlerisch unglaublich Gehaltvolle. Und das macht, glaube ich, den Genius Mozart aus.